Hey Leute, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Philipp und unser heutiges Video dreht sich um Kreatin für Fußballer. Zunächst einmal die Frage, was ist Kreatin überhaupt? Kreatin ist ein körpereigener Stoff, den der Körper unter anderem zur Energiebereitstellung nutzt. Der Körper kann Kreatin tatsächlich selber herstellen, und zwar in der Niere und der Leber, und macht dies aus den Aminosäuren Glycin, Methionin und Arginin. Jetzt könnte man meinen, perfekt, esse ich einfach genug Eiweiß und dann läuft das schon. So einfach ist es dann leider nicht. Es kommt auch auf zahlreiche weitere Kofaktoren, weitere Aminosäuren und Vitamine an. Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch produziert dabei ca. 2 Gramm am Tag, wobei der komplette Bedarf bei 3 bis 4 Gramm liegt, weshalb eine Zufuhr über die Nahrung sehr, sehr sinnvoll ist. Kreatin kommt außerdem leider nur in sehr wenigen Nahrungsmitteln vor, vorzugsweise in Fisch und Fleisch, wobei auch hier die Qualität sehr entscheidend ist, denn die Tiere müssen das Kreatin natürlich auch erstmal selber herstellen und je nachdem, wie die Tiere leben und gefüttert werden, ist der Anteil auch sehr schwankend. Hierbei ist auch das Problem, dass beim starken Erhitzen dieser Lebensmittel der Kreatinanteil in der Nahrung sinkt. Kommen wir zur Wirkung von Kreatin. Wie bereits erwähnt, dient Kreatin als Energielieferant. 95% davon sind in den Muskeln selber gespeichert, bis das Kreatin dann letztendlich verbraucht wird. Dabei wirkt das Kreatin als Kreatinphosphat zusammen mit ATP in den ersten Sekunden einer Muskelbewegung. Hier sehen wir einmal dargestellt, welche Energieträger im Muskel über eine gewisse Belastungsdauer genutzt werden. Zunächst sieht man, wie ATP mit Kreatinphosphat in den ersten Sekunden wirkt. Erst dann kommt die anaerobe sowie die aerobe Glykolyse, das heißt die Kohlenhydratverstoffwechslung, und zum Schluss die Lipolyse, das heißt die Fettverstoffwechslung. Für Fußballer heißt das dann ganz konkret mehr Explosivität, schnellere Sprints, verbesserte Sprungkraft. Bei dieser Meta-Analyse wurde die Effektivität einer Kreatinsupplementation bei Fußballern untersucht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine Kreatinsupplementation die anaerobe Leistung bei Fußballspielern verbessert, das heißt die Kohlenhydratverstoffwechslung und somit die Energiegewinnung. Kommen wir zu weiteren Vorteilen, die Kreatin mit sich bringt. Kreatin schützt den Muskel vor Übersäuerung. Das liegt daran, dass das Kreatinphosphat bei der Energiegewinnung die anaerobe Glykolyse erst später anfangen lässt, wodurch auch erst später und somit auch weniger Laktat produziert wird. Das heißt, der Muskel übersäuert erst später. Des Weiteren hat Kreatin einen positiven Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel, was sich wiederum positiv auf die Regeneration auswirkt. Außerdem reduziert es Entzündungsprozesse, schützt vor Muskelschäden und schützt vor oxidativem Stress nach der Einheit. Was ist oxidativer Stress? Es ist tatsächlich gar nicht so schwer. Jeder von euch hat doch bestimmt das Wort Antioxidantien mal gehört. Das bekannteste davon ist wohl Vitamin C. Antioxidantien sind so gesund, weil sie freie Radikale unschädlich machen. Ja, wieder ein neues Wort, freie Radikale. Ist aber auch nicht so schwer. Ein freies Radikal ist ein Atom, welches ein Elektron fehlt. Das heißt, es sucht sich dieses Elektron bei einem anderen Molekül und schädigen dadurch Zellen und andere Körperstrukturen. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Ganz einfach. Für Fußballer und jeden anderen Sportler ist dieses Thema sehr relevant. Denn beim Sport entstehen vermehrt freie Radikale durch die erhöhte Sauerstoffverarbeitung. Da oxidativer Stress ein so wichtiges Thema für Fußballer und Sportler allgemein ist, machen wir dazu auf jeden Fall noch ein separates Video. Was könnt ihr davon mitnehmen? Ganz klar, unbedingt auf eine gesunde Ernährung achten, ausreichend Vitamine, Minerale, Antioxidantien zu sich nehmen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, der richtigen Einnahme und Dosierung. Kreatin ist bei korrekter Einnahme sehr, sehr gut verträglich, da es ja auch ein körpereigener Stoff ist und ein Überschuss wird grundsätzlich über den Urin ausgeschieden. Der Kreatinbedarf jedes Menschen hängt natürlich von Alter, körperlicher Betätigung und Gewicht ab. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich zusätzlich zur Nahrung eine Einnahme von Kreatin von 2 bis 5 Gramm am Tag empfiehlt. Außerdem ist zu erwähnen, dass eine zu hohe Supplementierung über einen längeren Zeitraum keinen Sinn macht. Denn der Körper stellt die körpereigene Produktion runter, wenn er täglich zu viel Kreatin zugeführt bekommt. Kreatin ist eines der am besten untersuchten Supplemente überhaupt. Es gibt schon zahlreiche Studien dazu. Das heißt, die Einnahme ist wirklich als sehr sicher einzustufen. Es sei denn, man hat Nierenschäden oder andere Organschäden, dann unbedingt vorher mit dem Arzt abklären. Diese Studie hat die Nebenwirkungen einer Kreatinsupplementation bei Sportlern untersucht und kommt zu dem Schluss, dass die größte Gefahr tatsächlich bei der Reinheit des Kreatins liegt. Das heißt also, die Qualität ist wieder einmal entscheidend. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Kreatin die Schnellkraft und Explosivität verbessert und die Ausdauer erhöht.
Des Weiteren gibt es zahlreiche Studien zur Wirkung bei Fußballern, weshalb Kreatin wirklich ein sicheres und effektives Supplement ist. Für die Einnahme empfehlen sich 3 bis 5 Gramm am Tag, wobei unbedingt auf die Qualität geachtet werden sollte. Ja, das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen und haben auf dieser Grundlage den Match the Nutrition Boost entwickelt. Unser Boost ist mit 3 Gramm Kreatin pro Portion optimal für die regelmäßige Einnahme dosiert und enthält das Kreatin in Form von CreaPure. Das ist das einzige in Deutschland hergestellte Kreatin von allerhöchster Qualität. Außerdem steht unser Boost auf der Kölner Liste. Die Kölner Liste veröffentlicht Produkte mit minimiertem Dopingrisiko, lässt das alles von einem externen Labor überprüfen, also seid ihr da auf der absolut sicheren Seite. Der Boost wird ca. 20 bis 30 Minuten vor der Einheit getrunken, um dann auf dem Platz die perfekte Wirkung zu haben. Das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Uns würde natürlich brennend interessieren. Habt ihr schon Erfahrungen mit Kreatin gemacht? Habt ihr unseren Boost schon probiert? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.